Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal hier rein in den Shop von heute. Wir haben zum einen hier Mythic Professor Farnsworth in Mamas Altmodische Geheimnis Schatulle. Oh, was sehe ich hier? Eine neue Tire Box, die Space Tire Box. Gucken wir erstmal noch ganz kurz in die Cognac Tire Box rein. Cognac Bender, Thunder Cocktails, Francine Smith, Bill Daugherty, Wine Trio und Beer Festival. Nicht zu verachten, 5 AM Wine. Und diese ganzen Kombos hier. Wen es interessiert, der kann gerne nochmal in mein anderes Video reinschauen. Da habe ich dann nochmal alles genauer erklärt zu der Cognac Tire Box. So. Dann haben wir hier die Space Tire Box. Und wenn ich mir das anschaue, hier haben wir ein Planet Express Schiff, Laser Gun Stewie und so weiter, dann ist das doch wieder mal eine Tire Box für eine Special Challenge. Das habe ich mir als allererstes gedacht und dann habe ich mal geschaut, wann kommt denn die nächste Challenge und das sehen wir jetzt hier. So, ich blende das jetzt mal ein. Und wenn ich es mal finden würde. Das ist es nicht, das ist es auch nicht, das ist es auch nicht, das ist es auch nicht. Das könnte eventuell das hier sein. So, schauen wir mal da. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. So, jetzt gucken wir mal. Das sind nämlich genau hier. So. Genau. Hier. Space Clash. Da sehen wir es. Available to players aus dem SFC. So, und 4. März bis 8. März. Das heißt also in 2 Tagen. Schauen wir hier rein. Diese ganzen Kombos werden einen 100% Boost auf Attacke, auf Leben und alle möglichen Skills haben. Was haben wir denn da? Wir haben hier Spacewalk, Space Cadet Chris, Laser Gun Stewie. Laser Gun Stewie kann man jetzt schon auf Anhieb erkennen, wird der Oberking werden, ja. Also packt euch ganz viele Stewies ins Deck rein. Dann Spaceship Pilot, Space Steve, Space Stan, Space Queen. Auch die Space Queen könnte unter Umständen interessant werden. Money Retriever, Space Honey, Combo, oder, ach Quatsch, Combo, Guinea Pig in Space. Und Captain Lila. Ja. Wenn wir uns die ganzen Kombos angucken, wir haben tatsächlich hier eine einzige Kombo mit Punch. Und wir haben eine einzige Kombo mit Berauscht. Alles andere hat hier nur relativ defensive Geschichten da, ja. Bedeutet also tatsächlich hier, ja, Stewie und Haley werden hier die göttlichen Karten werden. Stewies, hoffentlich hat man genug. Alles andere kannst du hier relativ knicken, ne? So, wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal weiter an. Also wir haben hier Laser Guns, Stewie, Pantry Guns, Philip J. Fry, Planet Express Schiff, Neil Goldman und den Peter. Hier haben wir Space Honey. Wie hoch würde man die bekommen, Space Honey? Ja, jetzt rechnen wir mal 100%. Das war jetzt nicht sehr clever, Herr Gleich. So, 100% auf die Space Honey würde bedeuten, wir hätten dann hier 30 Angriff und 74 Leben, 16-fach Bodyguard, 20-fach Revanche, 14-fach Hijack. Ja. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Schauen wir mal die Gegenstände rein. Was haben wir denn da für Combo Masteries? Sind Spacewalks. Und Spacewalks ist dieser da. Mache ich den hier wieder mal? Hier ist mal wieder alles total durcheinander gekommen. Ist ganz toll. Ist das super. Prima, Herr Gleich. Prima. Toll machst du das. Du bist der göttliche Gleich, ehrlich. Sensationell, wie toll du das machst. So, da haben wir es wieder.
Heieieieieieieiei, meine Fresse, ey, gleichi. Was ist denn da heute los, ey? Ohne Scheiß, das nervt gerade ein bisschen. Also, ich will das da rüberziehen. So, okay. Meine Güte, gerade irgendwie läuft es nicht so, wie ich das mir wünschen würde. Gleich. Ja? Gute Nacht, Herr Gleich. Gute Nacht, Herr Sofort. Gute Nacht. So, also wir schauen uns jetzt die einzelnen Kombos an. Wir haben hier Spacewalk. Und Spacewalk ist das da. Also schauen wir mal hier. Ja, das könnte. Genau. So, mit dem Peter. Ein Planet Express Schiff und dann kommt das Spacewalk da raus. Also immer, wie gesagt, hochrechnen 100%. Also hier mit dem Planet Express Schiff wären wir jetzt bei 32 Angriff und 120 Leben. Ja. So, nächste Kombo ist der Laser Guns Dewey und der ist natürlich schon mal um eine ganze Ecke geiler. Also hier schauen wir uns den mal an. Laser Guns Dewey hier mit ein Dewey mit einem Rifle. Komm, da maxen wir jetzt erstmal. Wir schauen erstmal, was das gemaxt ist. Stewie mit Rifle. Wenn wir das Ding jetzt hier hochpushen, also 100% Bonus, da werden wir auf 20 Punch, 24 Angriff, 22 Gas. Das ist natürlich jetzt nicht so der Oberbringer. Schauen wir mal, mit der Pantry Guns geht es allerdings noch. Ja. 14, das ist aber echt nicht viel, ne? 14 Angriff, also wenn wir bei 28 Angriff, 120 Leben, 28 Punch. 28 Punch ist schon jetzt nicht so schlecht. 36 Stoß und 30 Gas. Ja. Anders, da sieht es natürlich aus hier mit dem Stewie. Wenn wir den jetzt hier mit einem Rifle hätten, lass mal den Mythic Stewie. Aber das Problem ist halt wirklich auch hier wiederum. Ja. Du kannst halt nur einen einzigen Mythic Stewie haben im Deck, ne? Bedeutet also, hier hätten wir jetzt auch ähnliche Werte. Wir hätten 32 Angriff, 128 Leben, 30 Punch. Tja. Hier unten 36 Punch, 34 Angriff. Könnte unter Umständen der Bringer werden, weiß ich nicht. So, hier haben wir Space Steve. Space Steve ist, ja, das ist das hier. Ich muss jetzt auch erstmal schauen, was ist das Sinnvollste hier auch wieder. Das Planet Express Schiff spielt hier eine Rolle. Aber, ja. Das Ding selbst dann gemaxt, ja. Maxed out. Was kämen wir denn dann raus? Dann hätten wir 34 Angriff. 34 Angriff. 26 Cripple, also Lähmen. 34 Angriff kriegst du mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Ja, das wäre unter Umständen, dann wärst du schon bei 68. Und 168 Leben. 68 Angriff ist schon nicht schlecht, ne? Also Space Steve könnte unter Umständen wirklich hier interessant sein. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier bei der Space Queen? Was kann man denn von der erwarten? Die Space Queen. Ist das da? Ne, das ist Space Honey. Wo ist Space Queen? Habe ich irgendwie scheinbar Käse gemacht. Muss ich nochmal hier. Space Queen. Fehlt mir hier gerade. Schauen wir uns jetzt auch mal an. Das ist hier die Haley. Ja. Da haben wir ein paar mehr Möglichkeiten. Wir haben einmal den Kleiderschrank. Ja, und den Kleiderschrank. So, und das war's. Puh, es wird wirklich sehr, sehr dürftig bei dieser Challenge.
Ja, komplett gemaxt. Lass uns mal hier schauen. Fused Ones Level. So. So viel Unterschied sieht man aber zwischen dem Bürgerkostüm und dem Kleiderschrank jetzt auch nicht wirklich, ne? Also du hast jetzt hier ist der 44 Angriff, 20-fach berauscht, 38 Revanche. Ha. Und da unten drunter ist auch nicht viel weniger mit dem Burger-Suit. 40-fach Angriff, 18-fach berauscht. Ja. Also die sollte man auf jeden Fall irgendwie erforschen. Space Honey. Space Honey ist diese da. Was haben wir denn hier? Eine lila. Können wir eigentlich auch erstmal maxen. Ne? Schauen wir mal, was mit der epischen Version passiert. Viel Bodyguard, viel Hijack, also entführen. 34 Angriff, 110 Leben. Mit dem Leon Petter zum Beispiel, halb nur tot. Ja, hier wäre es natürlich mit der Mythic Lila, kommt natürlich schon ein bisschen was zustande. Ne? Da hätten wir dann hier mit dem Baked Evil Monkey, sage ich mal, 60 Angriff, 36 Entführen, 40, 42 Bodyguard, 50 Revanche. Das ist schon ganz schön viel. Prescription Weed wäre es bei über 50. Also hier Space Honey könnte unter Umständen auch sehr, sehr interessant sein. In der Mythic-Version auf jeden Fall. Aber also mit Drogenkarten, okay. Captain Lila. Schauen wir uns mal Captain Lila an, was dabei rauskommt. Captain Lila ist hier wieder mit dem Planet Express-Schiff. Alles muss jetzt mal gepusht werden hier, ne? Da hätten wir 14-fach Schild für alle und 12-fach Cheers All. Das ist heftig. Plus 52 Angriff. Also Captain Lila auch sehr, sehr interessant. Selbst wenn wir jetzt hier oben das Planet Express Schiff nehmen würden, dann wären wir noch 10-fach Schild für alle, 10-fach Cheers All, 42 Angriff. Ja. Könnte was werden. So, dann haben wir den Space Cadet Chris. Und ja, das ist der hier. Ja, auch wieder Planet Express Schiff. Wenn wir den jetzt maxen würden, also wenn wir das Planet Express Schiff wirklich komplett hätten, maxen. Hier, ja, 44 Angriff. 48 Leben, 48 Gas. Das ist auch nicht so, ja. Das ist also 48 Gas ist natürlich der Oberhammer. Das ist schon geil. Aber wer hat das Planet Express Schiff gemaxt und wer hat einen Chris gemaxt? Also eher die seltene Karte. Spaceship Pilots. Ja, Roger werden wahrscheinlich wieder mehr Leute haben. Schauen wir mal, auch hier wieder Planet Express Schiff. Aber das ist jetzt nicht gerade die tolle Combo mit einem Roger. Wenn das Ding hier mal maxen würden. Ja, 14, 28 Bombe, 42 Angriff. Space Stan. Space Stan. Hier mit Pantry Guns wieder. Ach Gott. Pantry Guns. Dann hättest du hier auf der rechten Seite 42 Angriff, 18-fach Cripple All, 44-fach Schild, 74, 148 Leben. Money Retriever. Money Retriever. Ist das da? Bag of Nickels spielt hier wieder eine Rolle. Also nur diese super exotischen Dinger da, ne? Bag of Nickels hier unten. Mit, ja, jetzt 36-fach Cheer, 40-fach Stoß,
44 Angriff und 128 Leben. Und da hätten wir noch Genia Picks in Space. Und das ist das da? Nein, das ist kein Stewie. Das ist ein Preschool Scrat Stewie. Den können wir jetzt auch nochmal ganz kurz maxen. Schauen wir mal. Quahog Preschool. Ja, Philip J. Fries. Philip J. Fries, halt auch wieder so selten, ne? Philip J. Fries. Genia Pick in Space. Hier mit Joff Community, Quahog Preschool, Professor Baxter, Honey Hey Betty Bater, Professor Lerner, Bending School, Dr. Benjo und dann kommt auf der rechten Seite. Also hier mit der Bending School könnte ich da schon was machen, aber da müssen wir mal schauen. Hätten wir 42 Cheers, 42 Mauer, 46 Angriffspunkte. Das ist schon krass, ne? 46 Angriff. Wenn eine Combo gespielt wird, mit hinzu plus 52 Angriff haben wir sowieso schon. Das heißt, nach einer einzigen Combo wäre der schon bei 100, über 100, 46 und 52 haben wir bei 98. Und das hier ist natürlich schon brutal, ne? Also Genia Pick in Space könnte unter Umständen hier echt mega krass werden. Also ja, was haben wir? Space Honey sah stark aus. Genia Pick in Space sah stark aus. Laserwaffen Stewie. Er ist sehr, sehr dürftig. Hier Space Queen. Sehr, sehr dürftig. Also ich glaube, ich habe diesmal da nicht so super gute Chancen, da wirklich was zu reißen. Jo, hier können wir nochmal reinschauen. Space Honey wäre hier auf jeden Fall garantiert. Für 700 hätte man den schon, hätte man die schon mal zweimal. Plus 3 Puls. Plus 600 legendäre Steine. Ja. Und den Laserwaffen-Stewie da hinten kriegt man dann auch als Pre-Combo. Ist ein bisschen frustrierend, diese Space Tire Box, weil die sonst wirklich völlig für den Arsch ist. Also das ist so eine Box, die ist überflüssig wie ein Kropf. Und macht wirklich nur Sinn für diesen BGE, beziehungsweise für diese Challenge da. Ansonsten braucht man die Scheiße da nicht. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also schauen wir mal hier in den Mythic Dale rein, ins Mythic Dale Pack. Gossen Trunkenball, Jellybean Schnaps, Weintrio und Francine Smith. Ja, hier hinten, das lohnt sich diesmal nicht wirklich, ne? Es lohnt sich nicht wirklich, da genau nachzuschauen, weil die Angriffspunkte halt bei den ganzen Drunk-Karten nicht so dermaßen hochgehen, dass es in irgendeiner Form sich auswirken wird auf diese 50, diesen 50% Bonus. Ja. Gehen wir in die Combo Mastery rein für heute. Schauen wir, was hier noch bei rauskommt. Hier haben wir jetzt hier Burgers and Fries Gene. Den schauen wir uns jetzt auch an. Das ist ein Gene, Eugene Belcher. Gehen wir mal hier runter, maxen wir das ganze Ding. Dann hätten wir hier mit Rubberneckers. Ja, 25 Angriff, 14-fach berauscht. Ist jetzt nicht so krass, dass man sagt, okay, hier würden sich die 10% wirklich riesig lohnen. Ja. Also schon gar nicht für 500 Gems. Baseball Peter müssen wir uns mal ein bisschen anschauen. Das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Ich weiß, dass er Punch hat. Und ich glaube, ja, aber es ist nicht so. Ja, gut, wir sind bei 37 Punch im First Hit, das ist aber nicht der Rede wert. Also gut, das Positive daran ist, dass man den Stoß durch die Wand hat. Durch die Mauer.
Leben mit hinzubekommen, wenn auch nur Combo gespielt wird. Aber auch hier. Da unten, wenn man den jetzt natürlich den Mythic Peter hätte mit der Blurns Ball, da würde es eventuell interessant sein mit 48, aber da oben, da würde man keine 500 Gems reinstecken wollen. Ja, dann haben wir den Keyboard des Dale. Und der Keyboard des Dale ist das da. Auch wieder so eine völlig. Naja, gut, da unten hier mit der Mythic-Version. Ist schon interessant. Da hätten wir 20-fach Punch mit der Vorzugsschule für Hochbegabten, 14-fach Motivieren, 18-fach Angriff und 73 Leben. Da könnte man schon mal was reinpulvern, wenn man den Dale tatsächlich hat. So, und das jetzt hier ist natürlich eine. Da stecke ich jetzt mal was rein. Den Burger-Boss Bob. Ich muss mal gucken, hab ich den Burger-Boss Bob schon? Muss mal schauen. Also Burger Boss Bob. Ich glaube, den gab es noch nicht. Gab es den schon? Ich glaube, den gab es, glaube ich, schon. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Ich muss mal schauen. Mit Prescription Weed, Leon Petard. Hier unten natürlich. Schauen wir mal rein in die Mythic-Version. 15-fach berauscht, 16-fach berauscht. Hier mit Toad Licking 15-fach berauscht, 16-fach berauscht. Ja, der Burgerboss Bob. Ich schau mal ganz kurz. Ist auf jeden Fall erforschen. Ja, da kann ich jetzt hier gerade gar nichts gucken. Da kann ich gerade nichts schauen. Ich muss später nochmal gucken, wieso habe ich da oben einen lilanen Fleck. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es diesmal wieder an, wenn es wieder heißt Animations Throwdown. Mit mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss, freue mich euch wiederzusehen.